Als dieser Dresdner im Januar starb, stand in der Fußballzeitschrift Kicker, er war auf dem Papier Abwehrchef, aber auf dem Platz Ästhet und Antreiber, Dirigent und genialer Freistoßschütze. Er ließ das Schwere leicht aussehen. Dixie Dörner selbst hat sein Lebenswerk auf dem grünen Rasen eher so beschrieben. Ich habe mit Risiko gespielt, aber ich wusste immer, was ich mache. Und ich war überzeugt, dass man dem anspruchsvollen Dresdner Publikum stets ein paar Kabinettstückchen bieten muss. Jetzt Dresdner Freistoß, der geht ins Tor. Dresdner Freistoß von Dörner. Damit führt Dynamo Dresden durch Dixie Dörners Schuss. Dynamo, Dresden, Dixie Dörner, das ist, ja, muss man in einem Satz nennen. Ganz einfach. Ich sag mal, diese Entwicklung hat es ja letztendlich genommen durch diese Erfolge in den 70er und 80er Jahren, wo man international gespielt hat. Wir waren ja auch Botschafter der Stadt Dresden. Dixie war ein sehr besonderer Mensch, der extrem professionell vorgelebt hat. Er war unser Kapitän. Und auch die Beziehung zueinander war ein Prozess, muss man ganz klar sagen, was auch vollkommen normal ist. Und ich habe dann immer so im Spaß gesagt, aus Herrn Dörner wurde dann irgendwann Dixie. Er hatte verschiedene Sachen, die man ganz einfach nur schwer trainieren kann. Ne? Ob das jetzt die technischen Voraussetzungen waren, ob das das Gefühl für die Situation war, diese Instinkte. Aber das ist ja letztendlich nur die halbe Wahrheit. Er hat extrem professionell gelebt. Er war Vorbild und insofern ist Talent das eine, aber die Abkürzung zum Superfußballer, die gibt's nicht. Das verlangt harte Arbeit und da war er bereit dazu. Dörner gehört zu unseren besten Freistoßschützen, raffiniert. Es war eigentlich schon so ein besonderer Mensch, der selten seine Kontenance verloren hat. Ich kann mich an eine Szene kann ich mich wirklich erinnern. Das war nach dem Ausscheiden gegen Feyenoord Rotterdam in der Kabine. Da ist dann mal eine Seltersflasche gegen die Wand geflogen. Aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Ausnahme. Glänzend Hans-Jürgen Dörner, bei Lato diesmal. Hoffmann. Und ein solches wunderbares Tor schießt der Linksaußen. Olympische Spiele sind natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und wir ja auch nicht so oft an großen internationalen Turnieren teilgenommen haben. Ich weiß eins, also diese Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, die hat er behütet wie sein Augapfel. Und das war für ihn schon was Besonderes. Obwohl er so eine Lichtgestalt war, hat er ja immer den Kontakt zur Basis gesucht. Ne? Und war keiner, der irgendwie über den Wolken geschwebt ist und niemanden an sich rangelassen hat. Ne? Also das ist ja auch ein super Charakterzug. Er war ein sehr professioneller Typ, wenn es um den Sport ging. Auf der anderen Seite konnte man mit ihm auch, ja, ich sag mal auf Deutsch gesagt, ein bisschen Blödsinn erzählen, ein Bierchen trinken.
Er war mir ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber, wo ich hier in Verantwortung war. Ich konnte Dixi anrufen zu jeder Zeit und ich sagte, Dixi, wir müssen uns morgen treffen. Du, ich muss deine Meinung Thinking Outside the Box mal haben mit deiner Erfahrung. Und ich weiß noch, vor 2,5 Jahren sind wir noch zusammen ins Trainingslager der Profis geflogen, haben dann Training geguckt, verschiedene Bewertungen abgegeben. Und das war eine ganz, ganz große Unterstützung für mich. Da läuft mir es jetzt noch kalten Rücken runter. Ne? Wenn ich dann sehe, wie groß die Anteilnahme war, das sucht seinesgleichen ganz einfach. Und dort spiegelt sich ja letztendlich dann auch diese Wertschätzung wieder. Ne? Insofern würde er sich freuen über nette, liebe Worte. Überhaupt keine Frage. Und ja, sein Wohnzimmer hier sehen und sagen, Mensch, wir haben einen Traum. Gebt mal alle Gas. Ich beobachte die Geschichte. Mhm.